Brühe 27 ist wo? Da oben. Da ist er gut. Wir haben wieder Erze transformiert. Wir haben noch ein Händler. Wow. Wir haben noch einen Händler und der geht genau durch unsere Planetenkonstellation. Okay, das ist ein Zeichen. Wir werden endlich mal einen von denen abfangen können. Dafür brauchen wir mehr von diesen Langstreckentransportern. Denn wir haben gerade gesehen, selbst mit 10 Stück davon konnten wir nur 2600 Kilotonnen einladen. Und ich glaube, etwas gelesen zu haben von 5000 Kilotonnen Minimum zum Tauschen. Also nehmen wir mal 20 Langstreckenscanner. Transporter. So, okay. Und danach hätten wir noch gerne 100 Fabriken und 100 Bergwerke. Und danach kannst du Auto-Erztransformation machen. So, okay. Die werden diese Runde noch fertiggestellt. Und hier bei dem Trupp waren wirklich nur 10 Frachter, ne? Ja, mittlere Frachter. Ja, sehr gut. Du bist auf dem Weg dahin. Die Nachrichten. Equilis wird alle Aufträge erledigen können dieses Jahr. Oh, Fabriken sind fast fertig. Bergwerke sind auch nicht mehr so viele. Dann löschen wir das doch mal und gucken uns das genau an. Wir hätten gerne 30 Fabriken. Wir hätten gerne 260 Bergwerke. So. Und danach hätten wir gerne Verteidigung. Da ist nämlich null auf dem Planeten. Das wird jetzt eine Weile dauern, denke ich mal. Nö, 2 bis 3 Jahre. Also ja, unsere Ressourcenproduktion und allgemein unsere Wirtschaft ist irre gut. Aber so war es ja auch geplant. Okay. So, F9 und nächste Runde dürften unsere Transporter ankommen. Inzwischen sind da wieder 1200. Aber das dürfen wir trotzdem hinkriegen. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Oh. Wieso denn das? Vorwärts? Voyo 13 ist da oben angekommen. Santa Maria 17? Ach, die sollte wohl irgendwann mal zurückkehren. Gut. Hätten wir das jetzt also auch geklärt. Deine Raumstation bei Simpler 20 neue Schiffe vom Transporter erklärt, okay. Wir haben Check Level 8 in Waffen abgeschlossen. Phaser Bazooka, M70 Bombe und so weiter. In einer Schlacht wurde deine Flotte 1 Voyeur von 5 Dragonfly Trizoid vernichtet. Die gegnerischen Schiffe blieben unbeschädigt. Ne, jetzt will ich mir nicht angucken. Ich will nur gucken, wo es war. Da. Oh, das waren die 5. Die haben Kurs geändert. Hä? Hey, du? Können wir dich direkt anwählen? Nein, nicht die Santa Maria. Das ist keine so gute Idee. Doppelklick auf den. So, den Auftrag weg und auf den klicken. Dragonfly 6 hat er als Ziel ausgewählt. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt einen Abfangkurs berechnet. Also, dass wenn das Schiff sich jetzt hierhin bewegen würde, dass wir nicht dahin fliegen und hinterher, sondern direkt dahin fliegen. Aber das müssen wir gleich mal gucken. Unser Befehl ist töten. Gibt es hier töten? Irgendwo? Verschrotten. Nein, das ist glaube ich nichts gemeint. Ich denke mal, der Kampf wird automatisch stattfinden. Also ja, du fängst bitte die da ab. Nachrichten. Deine Truppen haben die Nie-Kolonisten auf Nickel besiegt. Du kontrollierst jetzt diesen Planeten. Das ist, okay. Bevölkerung 18.000. Also haben wir 1.300 Soldaten verloren. Gegen die 1.200 anderen Kolonisten. Trotzdem finde ich das immer noch ein wenig konfus, wie das mit den Kämpfen abläuft. Also auf dem Planeten selber. Aber gut, wir haben jetzt einen Planeten mehr. Dann sollten wir hier was bauen. Und wir haben 0 Bergwerke, 0 Fabriken. Also wir haben da gar nichts übernommen. Das ist komisch, aber gut. Wir hätten gern 10 Fabriken. 10 Bergwerke. Fertigstellung nie. Nie ist nicht gut. Also erst Bergwerke, um die Ressourcen zu bekommen. Dann schicken wir doch mal unsere Transporter zurück.
beladen die dann mit Rohstoff und schicken sie wieder zurück. Wir hatten jetzt auf Simple unsere Langstreckenflotte mit den 20 Stück. Die beladen wir jetzt mal komplett. Also, Germanium. Schon voll? Oh. So, jetzt schön voll machen. Shift, Shift, Shift. Oh, Ironium sollten wir nicht so viel nehmen. Da haben wir fast nichts mehr von. Warum auch immer. So, jetzt haben wir 5000 Kilotonnen dabei. Das müsste reichen. Jetzt, wo ist dieses doofe Handelsschiff hin? Da ist es. Ich sehe die Pfeile nicht ordentlich. 200%. Also 1, 2, 3, 4, 5 Runden ist er da. Also wir könnten eigentlich warten, bis er in unserer Reichweite ist. Ja, das sollten wir auch machen. Sonst fliegen wir jetzt dahin, haben unterwegs keinen Treibstoff mehr und das war es dann. Nachrichten. Langstrecke 21 hat alle Befehle ausgeführt. Das war der schon wieder jetzt auf dem Weg nach Wallaby zurück ist. Okay. Nickel wurde automatisch auf 36% terraformt. Das ist echt nicht viel. Denap wurde durch Terraforming auf 68%. Da ist Denap. Okay. Vorwärts. Du hast Informationen über neuen Planeten. 5551212. Das ist irgendeine Anspielung auf einen amerikanischen Film. Bei den amerikanischen Filmen fangen die Telefonnummer immer mit 555 an, weil es die in Wirklichkeit nicht gibt. Also ja, da. Na gut, das war's an Nachrichten. Da haben wir einen Händler, der vorbeigeflogen ist. Wir haben noch kein Ziel. Also wir vermuten hier unten irgendwo oder halt da einen gegnerischen Planeten. Da ist noch ein Händler. Du stehst da rum. Na gut, Runde beenden. Du hast 96 Verteidigungsstellungen auf Equios gebaut. Sehr gut. Level 7 in Konstruktion. Wir können bauen. Super Treibstofftransporter. Den wollten wir haben. Ein seltsames Handelsschiff hat den uns bekannten Raum entreicht. Wo bist du? Du bist ganz unten links. Könnte man auch abfangen, aber wir sollten erstmal gucken, wie es mit dem einen läuft. Nicht, dass wir jetzt unsere ganzen Ressourcen verbraten. Aber dafür, dass sie so selten sind und seltsam und super Sachen dabei haben, haben wir jetzt 3 oder 4 auf der Karte. Das ist schon ein wenig komisch. Aber gut, die Flotte ist zurück, um die Erze zu holen für Nickel. Der da ist immer noch auf. Oh, wir haben die Aufklärung verloren. Wir wissen nicht mehr, wo er ist. Hey, das ist jetzt ärgerlich. Du flieg mal, doppelklicken, du flieg mal da so hin. Weiter. Die Flotte, die mit Zerstörer 1 normal verfolgt hast, hat den Bereich der Scanner verlassen. Es wurde kurz zum letzten bekannten Aufenthaltsort gesetzt. Ja, okay. Equeos hat mal wieder nichts zu tun. Du brauchst jetzt 4 Verteidigungen. Hier brauchst du fast gar nichts mehr. Außer noch 40 Fabriken. Wir könnten jetzt hier was produzieren. Aber eigentlich würde ich gerne auf die nächste Konstruktionsstufe warten. Wegen dem größeren Spielzeug. Das heißt, du machst einfach nur Erztransformation. Weil wir haben hier recht wenig Germanium. Nicht 1. Entfernen. Erztransformation. Nach Bedarf. Genau. So, das war's mit Nachrichten. Irgendwas noch zu beachten? Ah ja, genau, Forschung. F5. Wir haben nächste Stufe den großen Frachter und danach dann den Kreuzer. Das dauert jetzt noch ein Jahr für die Stufe und wahrscheinlich nochmal ein Jahr für die andere Stufe mindestens. Fertig. F9. Langstrecke 21 hat den Befehl ausgeführt. Ist auf Wallaby. Du nimmst bitte 50 Kilotonnen davon. 50 Kilotonnen davon, 50 Kilotonnen davon mit. Und
40.000 Kolonisten, damit Wallaby nicht so schnell überbevölkert ist. Und bringst das alles dahin. Transport, Blitzentladung. Und danach fliegst du zurück nach Wallaby. Mit Warps 6, weil den Treibstoff nicht richtig berechnet. So, du wärst fertig. Danab hat alle Aufträge abgeschlossen. Hey, 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 hey. Wir sind... Oh. Wir sind am Cap mit den Bergwerken. Dafür können wir mehr Fabriken bauen. Ja, 700 Fabriken. Da hast du noch einiges zu tun. So. Kannst dich in 14 Jahren wieder melden. Nächster Planet. Wir haben was transformiert. Sehr gut. Wir haben 4 Versteidigungsstellungen aufgebaut. Wir haben auf Equeos auch transformiert. Tech Level 8 in Konstruktion. Das heißt, wir können jetzt diesen Treibstofftransporter bauen. Ja, Wallaby wurde geterraformt. Okay. Der eine Händler, der von links kommt, ist immer noch auf dem Weg. Für die ganz schön langsam. Warp 10. Ich hätte schwören können, die wären schneller gewesen. Aber na gut. Dann können wir doch auf Simple nochmal ganz kurz so einen Treibstofftransporter bauen. Dazu müssen wir vorher den Schiffsdesigner. Wir hätten gerne verfügbare Baupläne. Super Treibstofftransporter. Bauplan kopieren. Papa Langbein. Warum hat er 2 Triebwerke? Scanner und Schilde. Ich glaube, ich gebe unseren super Treibstofftransportern immer die besten Scanner mit. Denn ist das unser richtiges Supportschiff. Weil unsere Kampfflieger haben ja meistens keine Scanner. Das heißt, der kommt mit in die Flotte rein, produziert dann Treibstoff für die Flotte und versorgt sie auch mit Radarabdeckung. Opossum-Scanner, was machst du? 150 Lichtjahre, 125 Lichtjahre, 100 Lichtjahre. Gut, du kommst mit. Schilde. Wie teuer ist so ein Schild? 6 Ressourcen, 3 Ironium, 3 Germanium. Ich weiß nicht, wie das in den Kämpfen abläuft. Die ich bisher gesehen habe, waren so, dass die Kampfschiffe wirklich nach vorne geflogen sind und die Kolonieschiffe, Minenleger und so weiter sind eigentlich am Kartenrand geblieben. Also wird er im Idealfall gar nicht angegriffen. Und ich spare echt gerne Ressourcen. Also lassen wir das mit den Schilden mal weg. Was für ein Bild hast du denn noch? Nur unterschiedlich gefärbte Knubbel. Der sieht irgendwie aus wie so ein Schaumstoffgebilde. Nee, komm, Standard. So, super Treibstofftransporter. Okay. Fertig. Simple, du baust uns bitte einen super Treibstofftransporter. Und danach nichts mehr. Was sagt unsere Forschung? Unsere Forschung sagt, in 2 Jahren haben wir unsere Kreuzer. Hihihi. Schön. Und da unten kommt schon das nächstgrößere. Aber ich denke mal, die Kreuzer werden dann reichen. Und sobald wir die Kreuzer haben, könnten wir theoretisch wieder auf Waffen umschwenken. Aber das lassen wir mal. Das heißt, wir bauen jetzt die Kreuzer, wenn wir sie denn können. Rüsten sie mit den besten Waffen aus, die wir momentan haben. Also diese komischen Jodidierungs-Dingensbummens. Und der besten Panzerung, da bauen wir davon richtig, richtig, richtig viele und verteilen sie auf unsere wichtigsten Planeten. Und selbst wenn wir dann irgendwann bessere Forschungsdinge erforscht haben, also bessere Waffen erforscht haben, bessere Rüstung erforscht haben und so weiter, wird die andere Flotte immer noch gut genutzt, weil wir einfach recht viel davon haben. Also, Konstruktion ist das nächste. Was nehmen wir danach? Biotechnologie. Ja, danach Biotechnologie. Fertig. F9. Der geheimnisvolle Händler, welcher von den Vieren, hat seinen Kurs oder seine Geschwindigkeit verändert? Vielleicht hat ihn irgendwas gestört. Der da. Er hat beschleunigt auf Warp 11. Soll uns recht sein. Er fliegt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In 8 Runden ist er so hier. Oh, können wir auf Abfangkurs gehen? Also erstmal hätten wir gerne den Super Treibstofftransporter. Du sammelst dich mit Langstreckendingens, hast deine 50 Kilotonnen, hast jede Menge Treibstoff und sollst jetzt dahin fliegen.
2 Jahre ist okay. Die Langstreckendinger sind drin, die Treibstofftanker sind drin. Goodie. Und bei dem ist es genauso wie bei den anderen da oben auch. Ich weiß nicht, in welcher Nähe wir sein müssen, um mit dem überhaupt Handel treiben zu können. Abfangkurs? Abfangkurs ging ja. Oh. Ah, hier unten steht sogar. Der Händler fordert von interessierten Parteien eine Flotte mit mindestens 5000 Kilotonnen Erz an Bord, die der Händler in sein Schiff absorbieren will. Er bietet als Gegenleistung technische Erkenntnisse an. Also, wir fliegen jetzt dahin und fliegen ihnen denn fast genau entgegen. Auf Abfangkurs. Ich hoffe einfach mal, dass das dann irgendwie geht und wir keinen extra Befehl hier eingeben müssen. Flotte übergeben? Gucken wir mal. Ist alles ein Test. Das ganze Spiel ist nur ein Test. Um zu gucken, wie wir hier klarkommen und um was dazu zu lernen. Und wenn wir da genug auf die Nase bekommen haben, dann fangen wir noch von vorne an. So, weitere Nachrichten. Wir haben transformiert. Wir haben den Supertransporter gebaut. Wir haben mehr transformiert. Noch mehr transformiert. Muspel wurde geterraformt. Das ist der ganz Kleine. Der immer noch fleißig am Produzieren ist. Sehr gut. Kichel wurde geterraformt. Wir haben einen Planeten unter fremder Herrschaft entdeckt. Kline wird momentan von Russians regiert. Da hinten. Von 8800 Russians. Das heißt, wir könnten theoretisch die gesamte Bevölkerung von Nickel einpacken und dahin schicken. Weil ich will Nickel eigentlich gar nicht so wirklich haben. Mir reichen meine großen Planeten hier hinten. Das probieren wir gleich mal aus. F9. Wo jetzt 24 alle Befehle aufgehen. Ah, okay. Die Gegner sind echt weg. Das ist doch ärgerlich. Du, geh mal ein bisschen... nicht du. Du, Doppelklick. Geh mal ein bisschen scouten. Weiter. Transformiert. Das filter ich mal alles aus. Vor... Oh, Tech Level 9 in Konstruktion. Sehr gut. Wir können Kelarium bauen. Das ist eine neue Panzerung. Superfrachtcontainer. Wir haben den Kreuzer. Und irgendwas wurde geterraformt. Jetzt wollte ich aber gucken, ob... Ah, der Transporter ist immer noch nicht da. Nee. Okay, also nächste Folge gucken wir, ob wir die Gesamtbevölkerung auf die Transporter bringen können, um denn da weiter zu kämpfen. Aber bisher sind deren Planeten ganz schön klein. Aber na gut, die haben auch mit den Umweltbedingungen stark zu kämpfen. Wir ja nicht so wirklich. Ja, aber na gut. Kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.